Wir sind kurz vor 10 alarmiert worden zum Gebäudebrand hier in die Straße hinter den Gärten in Kehlener Mühl. Bei Ankunft sind schon direkt Flammen aus dem Erdgeschoss eines Einfamilienhauses geschlagen. Zum Glück keine Person im Gebäude, nur eine Katze wurde noch vermisst. Wir haben dann direkt den Löschangriff im ersten Löschfahrzeug gestartet und gleichzeitig die Katzenrettung eingeleitet und konnten auch schon relativ zügig die Katze ihrem Besitzer übergeben und dann alle Kräfte auf die Brandbekämpfung im Erdgeschoss fokussieren. Also nach aktuellem Stand ist aufgrund der Brandausbreitung und der Rauchentwicklung im Erdgeschoss leider eine Bewohnbarkeit nicht mehr gegeben. Die Bewohner werden es anderweitig untergebracht, die haben sich selbstständig schon um eine Unterbringung gekümmert. Das heißt, da muss die Stadt hier nicht tätig werden, ansonsten hätten wir sie natürlich selbstverständlich untergebracht. Da können wir derzeit nichts sagen, die Kriminalpolizei ist hier an der Einsatzstelle und die werden die Ermittlungen übernehmen und dann auch entsprechend die Presse informieren. Das ist jetzt der 5., wo es jetzt tatsächlich innerhalb dieser Woche hier in Kehlener Mühl war. Wird mal sehen, was da rauskommt, ob das zusammenhängend ist oder nicht. Da kann ich nichts dazu sagen. Wir hatten von Sonntag auf Montag einen Fahrzeugbrand in der Münsterstraße. Ein anderes Fahrzeug, dann von Montag auf Dienstagabend auch in der Münsterstraße. Dienstagabend war ein gemeldeter oder ein Laubenbrand, der allerdings von Anwohnern gelöscht worden ist, im Stockweg vorne am anderen Ende von der Mühl. Gestern Abend auch wieder am Stockweg eine andere Laube, die gebrannt hat und jetzt heute Abend der Gebäudebrand hier hinter den Gärten.
Ciao, ciao.